Singen ist für mich purer Spaß und Befreiung. Also wo ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt stundenlang singen und es wird nicht fad werden. Ich glaube, das ist ein natürliches Bedürfnis. So wie Tanzen, sich bewegen, ist Singen auch eine Sache, die in uns allen drinnen steckt. Das Besondere an meinem Job ist, dass ich das machen kann, was ich selber unheimlich liebe, nämlich das Singen, und gleichzeitig das aber mit anderen Menschen teilen kann. Und das ist für mich einzigartig. Bei einer Lagerfeuermann-Singrunde ist wirklich jeder willkommen. Jeder, der ausprobieren möchte zu singen. Es gibt jetzt keine musikalischen Voraussetzungen oder keine gesangliche Vorbildung. Es geht darum, den Spaß zu empfinden. Und durch den Spaß entsteht dann auch die Musik. Zu einer Lagerfeuermann-Runde bringe ich grundsätzlich meine Gitarre mit, ganz klar, und auch die Liederbücher. Ich habe insgesamt 300 Lieder mit und alles, was da drinnen liegt an Liedern, die man so im Ohr hat, die jeder kennt, die werden beim Lagerfeuermann gesungen. Auch im Tourismus gibt es ganz viele Möglichkeiten, Singrunden einzubauen. Das kann im Zusammenhang mit Reisen sein, wo ich wirklich eine Reise begleite mit der Musik und die Leute dann dort auch die Möglichkeit haben, regelmäßig mit mir zu singen. Das kann bei Sommerakademien zum Beispiel passieren, also Urlaub in Verbindung auch mit Singen und anderen kreativen Möglichkeiten. Sehr oft werde ich für private Anlässe gebucht, Geburtstagsfeste oder Hochzeiten oder ähnliches. Immer mehr in letzter Zeit fragen auch Firmen an. Das kann sein für Firmen-Events wie Weihnachtsfeiern oder irgendwelche Ausflüge oder auch so im Bereich Teambuilding, dass sozusagen im Rahmen von Teamgeschichten auch das Singen eine wertvolle Unterstützung sein kann. Die Mitarbeiter lernen sich auf einer ganz anderen Ebene kennen und können dann weiterarbeiten auf der Basis. Ich bin überzeugt davon, dass jeder singen kann. Also nicht unbedingt im Sinn von Konzerte geben oder etwas präsentieren, aber im Sinn von Melodien singen, Stimmungen erzeugen und das genießen, das kann jeder. Ich höre sehr oft die Geschichte, dass man als Kind, als Schüler oder in einem Schülerchor gehört hat, man kann nicht singen. Und viele von den Menschen kommen zu mir und trauen sich einfach, das nochmal auszuprobieren und die Geschichte umzudrehen. Und in einer Lagerfeuermann-Runde passiert es eben so, dass diese Hemmungen auch wegfallen, weil es die Gruppe gibt und weil niemand irgendwie in den Mittelpunkt gerückt wird. Ich glaube, dass Singen ganz viel in einem öffnet und bewegt. Dass man Dinge an sich selber kennenlernen und erleben darf, die man vielleicht vorher nicht gekannt hat in der Form. Und im besten Fall entsteht auch ein wirklich schönes Musikstück, also wo vielleicht auch manchmal Gänsehaut aufkommt und wo man das Gefühl hat, man sitzt mittendrin in einem Klangkörper und kann das genießen, dass da ganz was Besonderes passiert. Thank you.
Butter. Ja, unbedingt. Das vielleicht dann nach der Pause, dann genau, müssen wir richtig gut ein. Ja, wir sind vielleicht auch schon zum Tanzen. Ah, ja, das passiert. Genau. Das passiert.